Hey ho, ich bin's wieder, euer Smanetz. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prince of Persia, The Lost of Crown, a Ubisoft Original. Mittlerweile schon Band bzw. Folge 24. Und wie ihr seht, starten wir auch dementsprechend frisch hier rein. Die letzte Folge haben wir am 28. aufgenommen. So ist das halt als Nicht-Vollzeit-Content-Creator. Hat man auch mal die Möglichkeit, auch mal das eine oder andere Päuschen einzulegen. Ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass wir irgendwas um die 40 oder 42% schon hinter uns haben. Aber wie ihr seht, 32,36% an Story oder an Inhalten hier erschlossen. Also da kommen auf jeden Fall nochmal die eine oder andere Folge auf uns zu. Und wir gehen direkt rein. Und beim letzten Mal sind wir hier an dem Sommerbaum stehen geblieben, nachdem wir uns ja eigentlich hin und her bewegt haben und eigentlich nicht so richtig wussten, wo wir hin müssen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, kommen wir hier oben, glaube ich, nicht weiter. Wenn wir Pech haben, müssen wir nochmal zurück. Und zwar, ja, wir müssen ja irgendwo hier hinkommen. So, und wenn wir da nicht weiterkommen, also eigentlich müssen wir hier irgendwie weiterkommen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Hier kommen wir leider nicht drüber, weil wir da erst in die neue Simuk-Feder brauchen, weil wir da irgendwie erst einen anderen Move machen müssen. Und somit müssten wir eigentlich, ja, entweder gehen wir nochmal hier rein und haben Glück, dass wir da noch was haben. Das heißt, wir müssen uns halt hier irgendwo hinporten. Aber soweit ich weiß, war hier das auch schwierig. Vielleicht müssen wir auch nochmal zu ihm. Vielleicht gibt das da nochmal einen anderen Story-Marker, also ein Story-Quest. Hier könnten wir uns auch eigentlich nochmal hinporten, weil wir vielleicht hier hinkommen. Bin mir aber nicht sicher, ob das hier nicht zu eng wird oder ob wir nicht hier hochkommen. Aber da können wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal auch noch irgendwie schlau machen. Erstmal gehen wir mal gucken, ob wir hier nach rechts jetzt kommen. Beziehungsweise wie weit wir hier nach rechts kommen. Und da ist ein Bäumchen. Den werden wir aber aus dem Weg gehen. Den lassen wir nämlich so stehen. Und ich habe das Mauergefühl, weil wir da genau, dass wir hier nicht weiterkommen. Hier ist noch ein Bäumchen. So. Beim letzten Mal waren wir nämlich auch hier. Hier ist da oben. Das Feld können wir nicht benutzen und hier kommen wir auch nicht weiter. Weil hier sind ja überall Stacheln. Ja, das können wir mal mitnehmen. So, und das Ding da oben habe ich halt noch nicht verstanden, weil das können wir leider nicht damit abschließen. Deswegen, da brauchen wir halt die nächste Feder, beziehungsweise die nächste Fähigkeit, die ich natürlich nicht habe. Natürlich ist gut. Das war knapp. So, da geht's mal runter. Dann nehmen wir den Schnellreisepunkt. Dann müssen wir halt gucken, wo wir hingehen. Also, wie gesagt, achso, da oben sind wir gestorben. Aber es könnte auch sein, dass es dann natürlich noch da oben weitergeht. Scheinbar ja. Sind wir beim letzten Mal eigentlich lang gelaufen? Komm, wir probieren es nochmal. Bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Oh. Boah, die gehen aber mal. So. Aber wir müssen ja wieder mal warm werden, weil wie gesagt, der letzte ist ein bisschen ein paar Tage her. Und wir gehen ja nicht mit hier halbem Leben rein. Das ist ja schon die Hälfte. Ja, das war auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Und da sollten wir nicht mit Spaß mit leben. Auch wenn wir jetzt halt drei Heiltränke haben, sollen wir damit nicht spaßen. So, also gehen wir nochmal zurück. Ja.
Tja, ich sollte mich vielleicht auch einfach gar nicht auf diesen Fight einlassen, ne? Wäre vielleicht clever. Naja, eigentlich will ich die ja schon besiegen, ne? Dann gibt's hier einmal die... Au. Boah, die sind aber auch echt... Naja, jetzt haben wir zwei Leben, egal. So, wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwo da oben hin. So. Das war so nicht gewollt. So, die Frage ist ja, genau, wir müssen jetzt nach da oben. Kommen wir da jetzt hin oder nicht? Ah ja, guck mal. Oh. Waren wir hier? Ja, hier waren wir eigentlich schon. Oh ja, hier waren wir schon. Ah, da kommen wir nicht lang. Hm. Ich sehe schon, wir dürfen das Ganze gleich nochmal machen. Aber ich will mich auch nicht heilen da, ne? Das ist so Verschwendung. Es muss ja einen Grund geben, warum ich... Naja, wir gehen mal. Ich ärgere mich wahrscheinlich wieder näher tot, weil ich, weil ich wahrscheinlich mir denke, ja, das hätte nicht sein müssen. Wieso hat er den jetzt nicht erwischt? Danke. Okay, hier waren wir noch nicht. Siehst du, da geht's weiter. Okay, das ist ein X. Das ist aber auch... Danke. Achso, jetzt kann ich das machen, okay. Aus dem Fernen der Sterne kam sie in unsere Welt und machte sie zur Königin. Sie unterjochte den guten Chamrosch, den wohlwollenden Bewahrer aller Kreaturen, ob groß oder klein. Diese falsche Königin ernannte sich von Atra des Waldes und seinem Bewohner bis zum Verdorbenen unrein wurde. Okay, alles klar. Ja, okay, wir sind hier schon mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Ja, den muss ich anscheinend so abschießen. So, wir können hier nach links hoch. Wir gehen erstmal nach links, bevor wir nach rechts gehen. So, die sind immer mit, natürlich, die Kristalle. Ja, ist ja gut. Au. So. Oh. Okay, die Kiste nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ah ja, okay, die nehmen wir sehr gerne mit.
Wir nehmen mal einen Heiltrank. So, ich habe das Gefühl. Hier geht's nicht. Oh doch. Oh lul. Gut, das war aber Glück gehabt, ey. Na, der ist aber auch, genau, richtig nervig, der Kollege, ne? Aber richtig nervig. Okay, da unten müssen wir nicht hin. Wir müssen aufpassen, ich habe nämlich keine Heilung mehr. Vor allem, egal wo wir hingehen, wird das jetzt schlecht ohne Heilung. Das ist natürlich auch eine Scheiße. Okay, die Sachen nehmen wir mit. Okay, da müssen wir irgendwie hin. Habe ich das auch gefüllt? Ja. Da passiert nichts. Okay, da oben scheint es irgendwie Heilung zu geben. Das kriegst du aber nicht kaputt jetzt so. Das ist auch so ein Scheiß, ne? Achso, wir kommen aber bestimmt da oben hin. Von der anderen Seite kaputt machen. Okay, den brauchen wir eigentlich. Oh, da musst du echt aufpassen. Den brauchen wir auf jeden Fall für unsere Ausrüstung. Vielleicht reicht das auch, wenn wir einfach nur ausweichen. Oha. Ah, die machen da... Ach du Scheiße. Okay. Ja, das schaffe ich nicht. War klar. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo ich hin muss. Erstmal. Aber mich ärgert, dass ich da oben nicht hinkam. Naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen raus, jetzt weil ich 2 Tage nicht hier drin war. Das kann natürlich auch sein. Aber mich ärgert, dass diese Viecher, die nerven mich jetzt schon. Vor allem nervt mich das hier. Wir müssen weiter in die Richtung. Zumindest haben wir jetzt nochmal alles an Leben dabei. Okay. Da geht's nicht weiter. So, das nehmen wir mit. Das hat man schon gelesen.
So, hier unten kann es aber auch weitergehen. Oder geht es sogar weiter? Was haben wir denn hier noch? Okay, da geht's nicht. So, 4-5 Schüsse, also 4-5 Schläge braucht der Kollege aber. Okay, da kommen wir nicht weiter. Da geht's nämlich nur zurück. Also wir müssten von dort aus dahin. Und hier oben, dafür müssen wir da oben hin, würde ich sagen. Aua. Nervig, ey, diese Scheißvögel, ey. Boah, der war richtig gut, ey. Also diese Münzen, ne? Die Münzen muss man sich richtig gut verdienen. Aber finde ich auch sehr gut, dass das sehr, also dass das dann doch ein bisschen anspruchsvoller ist, als nur einfach irgendeinen Scheiß zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich dann in dem Fall doch ganz gut. So, wir nehmen mal die Abkürzung, nämlich hier lang. Wenn man natürlich auch hochkommen würde. Man darf da auch klettern. Darf man das nicht vergessen? Bin aber auch echt. Sag mal. Komm mal her. Einen Schlag brauchst du noch, dann bist du eh platt. Ja. Genau, danke. Farming ist alles all about timing. Wie sagt man so schön? All about timing. Na, komm her. Richtig. All about timing. So, wir dürfen jetzt hier, da bin ich gestorben. Achso, da kommen wir rein und raus, aber da unten nicht. Aber wir müssten eigentlich theoretisch nach unten. Aber ich will die natürlich besiegen hier. So, hier rechts ist... Habe ich wieder nicht aufgepasst, weil ich nach unten geguckt habe. Wir müssen wahrscheinlich nach da oben. Tippe ich mal drauf. So. So, wir dürfen... Tja, das ist natürlich hier maximal blöd. Aber jetzt hier. Boah. Ich muss den Typen da oben platt machen. So, das ist meins. Alles klar. Haben wir dich. Ah ja. Da können wir speichern. So, das machen wir auch platt. Jawollo, so sieht's aus. Da müssen wir nicht hin. Und hier ist hoffentlich ein Wackwackbaum irgendwo. Naja, oder auch nicht.
So, wie ich mich frage. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah ja. Tja, I don't know. Aber gut. Hier links geht auch noch weiter. Aber mal gucken. Ich hoffe mal. Das klingt gut. So. Jetzt auf jeden Fall schon mal ein Schnellreisepunkt. Der gefällt mir. So, erstmal nehmen wir das Bäumchen mit. Das sieht doch mal gut aus. Okay, wir sind ein bisschen weiter gekommen. Alles klar. Okay, da ist ein Schnellreisepunkt. Mal sehen, was wir hier links noch haben. Hier scheint noch mal was zu sein. Hier könnte spannend werden. Oh ja, ich denke, hier wird irgendwas sein. Ein Gegner oder so. Ja. Gut, dass wir uns den genau kurz vor Ende einer Folge natürlich angucken wollen. Uiuiuiuiui. Doch, noch nicht. Okay. Gut, dass wir voll gespeichert haben. Okay, ich sieht wild aus. Immer neue Diener. Immer neue Diener, okay. Oha. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen ihn? Gegen sie? Achso, sie. Kiana, Königin des Waldes, okay. Dann müssen wir mal gucken, was sie so drauf hat. Oh. Ah. Okay, wir müssen. Okay, wow, was ist das denn hier für eine wilde Mechanik? Ich werde bleiben. Okay. Aufpassen. Alle werden dienen. Das ist jetzt meine Welt. Okay. Was ist hier denn los? Okay, ich muss da nur aufpassen. Okay. Ja, ist klar. Okay. Das ist mal ein